Also Rosi, es läuft. Ich hatte gerade eine super Videoidee. Und zwar sind wir gerade Schlittschuh laufen auf so einem Flusssee, nee, Dingsdibumsi, Kanal. Und ich dachte mir, weil wir haben seit 2 Jahren nicht mehr Schlittschuh gelaufen. Stimmt. Dachte mir, wir machen einfach ein Video, wo wir das Video beenden, wenn jemand hinfliegt oder auf die Schnauze fliegt sozusagen. Das ist brutal. Brutaler Mensch. Das ist ganz schön kalt, deswegen ja, ich weiß, wo los geht's. Das wird praktisch die Geburtstagsschnauze-Challenge. Ich muss immer ein bisschen bei euch bleiben. Ich habe heute übrigens Geburtstag. Das ist ein Glückwunsch. Also wenn das Video online ist, heute 18. Also heute, aber nicht, wenn das Video, das kommt wahrscheinlich dann nicht. Und oh, hoppala, ist schon zu Ende. Ah, da ist übrigens eine Brücke. Achso. Oder wenn jemand einbricht, kann man es modifizieren. Oder wenn jemand einbricht. Okay, ich breche gleich mit ein. Oh, tschüss. Wer erzählt was? Nelly erzählt was. Beinahe. Das wäre schon zu kurz gewesen. Ich bin zu vorsichtig für solche Schnauzensachen. Bist du noch nie auf die Schnauze gefallen? Doch, auf den Po. Wenn ja, dann, das gilt. Das nicht? Oh, da hat es geknackst. Oh, der Knacks. Kinder, ich zeig euch mal weg. Die Löcher hier. Nein. Oh, da nicht. Bleib ich nicht. Und die Rosi macht natürlich das einzig Sinnvolle. Sie belastet das Eis jetzt noch mehr, indem sie sich an mich klammert. Oh, da sind ein paar Risse. Ja, naja, gut. Aber ich fahr nicht dahin. Was? Das ist mir zu gefährlich. Schau mal, wie schön die Sonne scheint. Los geht's. Oh Gott. Kinder, es ist nicht einfach. Ja. Es ist schwierig alles. Es ist schwierig als Nacht. Aber auf jeden Fall haben wir den Kurzerkunkt sehr schön vorbereitet. Wir haben Muffin gebacken. Mit Dr. Ruf und ich haben gebacken. Ihr zwei habt es gebacken? Ja, wir zwei. Hast du es gehört? Kurze Unterbrechung, der Speicher war voll. Du solltest jetzt noch halten. Jetzt geht's weiter. Tschüss. Hallo, ich fahre sowieso jetzt auf die Straße. Oh. Im Hintergrund ist immer gefallen. Das ist gut, weil dann ist es die. Chris, wo bist du? Bist du schon gefallen? Nein. Jetzt ist der Papa fast gefallen. Fast. Was ist denn? Jetzt auch auf Kamera. Was macht ihr? Ich will ja meine Köpfe noch wecken. Oh, wow. Los geht's. Oh Gott, nicht schubsen. Ja, wenn mich schubsen. Ich halte dich fest. Auf geht's. Aber fahren Sie schon ein bisschen. Dahinter fahre ich nicht. Warum hast du die Kamera so hoch? Damit ich euch alle sehe. Ach so. Ihr seid so weit weg. Da bin ich doch ganz allein. Okay, auf jeden Fall hubbelt es hier ganz heftig. Und ich werde nicht fallen, weil der Heli hält mich ganz lieb fest. Ja, natürlich. Ich hatte mir eine Hand gegeben. Guck mal so. Da kann ich gar nicht fallen. Das sind sehr viele Hubbel. Ja. Und viele Schnittstellen. Und da kommt die Sonne. Da könnte es sein, dass es gleich taut. Das ist ja gefährlich. Ist es da tauig? Nee, jetzt werde ich. Jetzt kann ich mich kaum mehr bewegen. Ja, das ist. Da ist ja Hubbel. Einfach, viele Hubbelstellen. Ich glaube, jetzt da das ist praktisch die Hubbelpiste. Da ist ein großer Riss. Ich gehe einfach mal außen rum. Oh, das geht doch gut hier. Naja, nicht wirklich. Das sind viele Schritte. Guck mal, die sind da in dem. Oh, der ist mir zu groß, der Riss. Die sind da gehubbelt. Oh je. Da kann ich ja gar nichts erzählen. Chris, erzähl was. Von deiner Story, von deinem Leben. Was wir Weihnachten machen, wissen wir überhaupt nicht. Was macht ihr Weihnachten heute? Weihnachten. Singen, auf jeden Fall singen. Aber du hast gesagt, das Wetter wird nicht so gut. Es wird richtig warm und regnen. Es soll regnen. Oh, Helly, ich muss dich filmen, du fällst gleich. Also hier ist es wirklich gefährlich. Ja, das ist gut. Das sind also Hügel in der Höhe von so einem halben Ja, kann es besser aus. Oh, da ist ein großer Fritz. Da fahren wir aus. Ich glaube, da ist ein Hund drüber gelaufen, da waren so Fußstapfer. Ja, jetzt gehen wir mal lieber zu den anderen Leuten. Da vorne ist einer gefallen, das gilt doch nicht. Das gilt, okay. Dann, haha. Tschüss, bis zum nächsten Video. Nein. Das muss auf der Kamera sein. Ja, du hast es nicht auf die Kamera gebracht, wie der Fall. Das kann ach ja jeder so behaupten. Es hat zwar gestimmt. Dann müssen wir mal das so rüberhalten. Die Kinder fallen. Sind mehr Kinder im Hintergrund. Wie die Bäume im Wald und so. Muss ich dich immer noch halten? Ah ja, bitte, weil du steuerst schon wieder auf die Hügel zu. Mir ist ganz schön warm, ich bin viel zu warm anzogen. Also Weihnachten werden wir was tun. Die Sonne und dann schmilzt das Eis. Ja. Weihnachten werden wir auf jeden Fall singen, Leute. Hier haben wir mehr Chancen einzubrechen. Vielleicht gehen wir im Regen zum Christkindlmarkt.
nach, weiß ich nicht wohin. Nach dem Meer gehen. Damit wir ein bisschen Stimmung haben, weil wir sind jetzt keine Kirchgänger leider. Aber wenn wir es wären, dann müssten wir natürlich in die Kirche gehen. Aber gut, das macht ja nichts. Oh oh, Leute, ich übernehme mal. Ja, danke. Jetzt ist gut. Hier ist es wirklich sehr gefährlich. Jetzt spurten wir mal nach vorne. Bisschen schneller. Spurten kann ich nicht. Chris, hey, da sind so viele Schwimmen. Ja, da geht es schneller drüber. Fliegt man nicht so recht hin. Oh. Am meisten fliegt er im Stehen. Das ist ja das Gefährlichste überhaupt. Das ist gefährlich, weil da bricht man sich nicht, sondern dehnt man sich mal. Naja, gut. Ja. Die fallen nicht so weit, das ist der Vorteil. Ja. Das hat noch ein bisschen Speicherplatz wieder leer gemacht, also ein bisschen geht's noch. Ein bisschen können wir noch fahren. Dann gehen wir wieder nach Hause. Ja, ja, gut. Beobachten alle Kinder hier. Wir haben ja erst Schlittschuhfahren gelernt vor ein paar Jahren. Naja, ja, ihr zwei schon, ihr seid ja. Und ihr macht eigentlich kein Kunststück, ihr zwei könntet es doch. Ja, Chris, machen wir ein paar Kunststücke. Kunststück. Oh. Ich halte mal auf den Chris drauf. Ja, bitte. Na, warum? Bitte. Das ist gut. Gut gemacht. Alles gelernt. Während die gelernt haben, habe ich dabei Tee getrunken und war auf der Bank gesessen. Deswegen kann ich es nicht so gut wie die zwei Männer. Die haben fleißig geübt. Naja, aber du müsstest dich halt opfern. Wieso? Und hinfallen. Nein. Nein. Man macht doch auch mal einen Kunst. Ja, machen wir ein Kunststück. Schau mal, was du gelernt hast. Schau mal, was ich gelernt habe. Ja. Rosi hat gelernt. Hoppala. Oh, schaut ja schneidig aus. Aber jetzt komme ich vom Ho. Oh, der schaut schon gut aus. Aber man muss sich schon bewegen. Naja. Ja, genau, so. Dann fahre ich mal in die andere Richtung, dann schaut es vielleicht ein bisschen spektakulärer aus. Ja, das macht die Mama für jedes 2 Meter Workout. Die Mama macht immer so. Dabei musst du ganz runter. Guck, mach mal nach. Mama. So. Du gehst so die runter geht und nicht dann. So. Nein, die geht ich mach ein Seitenprofil von dir. Die geht niemals so weit. Mach mal. Familie Reif ist meine Freundin. So. Ja, ja. So. Mach. Oh, oh, oh. So. Musst du. Ja, das schaut schon besser aus. Passt, Leute. Fliegt keiner hin bei uns. Ja, schade. Wir sind so viele Sicherheitsmenschen. Ja. Mir ist schon so kalt. Ja, da gehen wir jetzt rein. Naja. Wir gehen nach Hause. Wir zwei können uns ja oft und hinfahren. Ja, wir machen so langsam. Ja. Ja. Oh.
Bang. Zack. Haha. Ich bin hingefallen. Ja, ist gut. Tada. Das opfert sich. Ja. Also einmal noch schnell fahren. Ja, fahrt nur los. Alle drei. Ja. Oh. Fertig? Die fahren dann nicht mehr durch die Hubelpiste. Ja, los geht's. Die Hose jetzt gar nicht mitkommen. Die Hose gar nicht mitkommen. Kann nicht mehr. Aber hier sagst du es wirklich. Ja gut, fahr doch einmal zur Hose. Achtung, kommen. Ja, aber ich bin ja schon hingefallen. Es steht ja immer noch. Was ist denn das? Hm? Also man hilft ein bisschen nach. So. Ja, genau. Gott, hilf! Helft ihr du! Was? Nein! Alter, ich bin das Thumbnail. Thumbnail. Wir müssen so ein bisschen so. Oh Gott!